Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit unserer Großbaustelle, dem T5. Ich bin ganz ehrlich, ich kann mich nicht von trennen. Ja. Eigentlich müsste man radikal alles neu kaufen. Dann reden wir aber, ich habe es mal so überschlagen, eher so von einer 15 oder so, die in das Auto reingeht, was den Wert des Fahrzeuges massiv übersteigt. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich glaube, es gibt eine Variante, wie wir diesen Motor einigermaßen sinnvoll retten können. Und das zeigen wir euch in diesem Video. Erstmal, was ist passiert? Auto ist bei Patrick, Motor ist ausgebaut. Im letzten Video haben wir geguckt, was los ist. Wir haben dabei festgestellt, dass Druckverlustprüfung, wir Druck auf zwei Zylindern, also Verlust auf Zylinder 1 und 2 hatten. Dann haben wir den Kopf abgenommen, da hat man eigentlich gar nicht so viel gesehen. Laufflächen sahen definitiv einwandfrei aus. Einwandfrei nicht, aber für eine halbe Million Kilometer sehen sie echt noch gut aus. Daraufhin haben wir Kolbenpleuel rausgezogen. Das zeigen wir euch jetzt. Kolbenpleuel gezogen. Was wir da gesehen haben, finde ich persönlich für die Laufleistung eigentlich auch noch extrem gut. Also Pleuellager, obere. Das obere ist immer das, was mehr belastet wird, weil halt der Verbrennungsdruck drauf geht. Natürlich ist das kurz vor Ende. Ist so ein typisches Pleuellager wie Max, wie die BMW-Motoren, reihenweise bei 60.000 schon haben. Das heißt, die oberste Schicht ist durch und es kommt schon beim Kupfer an. Die sehen aber alle gleichmäßig aus. Da kann man jetzt definitiv nicht, also sieht jetzt keins besser oder schlechter aus. Die Unterseite sah überall Taco raus, aber das ist normal. Die sehen wirklich immer gut aus. So, was ich krass fand, Kolben. Für eine halbe Million Kilometer, ne? Nicht ganz, aber für 300.000 Kilometer, ne? Also ich war erstmal schockiert, wie massiv so ein Dieselkolben ist. Ich bin einfach kein Dieselschrauber, aber guckt euch mal an, wie fett dieser Kolbenbolzen ist. Kolbenringe habe ich ehrlich gesagt bis heute kein Auge für, ob die verschlissen sind oder nicht verschlissen sind. Aber ganz viele haben mir immer gesagt, die Kolbenringe verkoken. Kann ich jetzt ehrlich gesagt bei dem Motor nicht so krass sehen. Also natürlich ist am Ölabstreifring dazwischen ein bisschen was kokig. Aber ja, es ist wenn jetzt nicht so, dass richtig zu wäre, das wirst du schon sehen. Ich glaube auch, ne? Also ich glaube, wenn die Leute meinen, dass die verkokt sind, da meinen die eher, dass so ein Ring sich auch gar nicht mehr bewegen lässt und so, ne? Das kommt noch dazu, ja. So, und guck mal, wie viel Vorspannung die definitiv noch haben. Manchmal ist es auch so, dass die Ringe sich gar nicht mehr auseinanderdrücken. Das heißt, die haben ja noch richtig Zug im Zylinder. Ja. Deswegen glaube ich auch nach wie vor, dass der Motor wirklich noch gut im Futter war und jegliches Öl halt einfach über den Turbolader durchgeschoben hat, ne? Thema Turbolader haben wir Folgendes gemacht. Turbolader, also falsch, jetzt muss ich euch erstmal abholen, was machen wir? Es hätte jetzt die Möglichkeit gegeben, eine Variante wäre gewesen, einfach komplett alles neu kaufen, heißt neuer Motor. Der kommt dann Kopfblock zusammen, ungefähr, jetzt mal ohne Rabatte, einfach nur so aus dem Bauch heraus, 6.000 Euro. Neuer Turbolader, 2,5. Wenn man dann auch noch Garantie von VW drauf haben will, was es bei Ersatzteilen gibt, also ja, selbst wenn ihr euch Teile von VW holt, gibt es eine Ersatzteilgarantie drauf, dann muss es aber nach TPI repariert werden. Also es muss so repariert werden, wie der Hersteller sagt. Dazu kommt dann nämlich, dass du einen neuen DPF kaufen musst. Richtig. Dann, wenn du dann schon 8.000, 9.000, 10.000 Euro in der Hand nimmst, machst du ja auf jeden Fall noch neu Schwungrad, diverse Leitungen. Ja, da kommen dann schon noch etliche Sachen mit auf die Liste, dass es am Ende 12.000, 13.000 Euro sind. Und da habe ich am Ende gesagt, nee, das ist der Bus mit einer halben Million Kilometer mir definitiv nicht mehr wert. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen das Ganze so, wie wir es immer machen, halt einfach mal schnell alleine. Das heißt, Kurbelwelle ist raus. Die hat leider seitens der Hauptlager auch so ein bisschen Riefen gehabt. Da war jetzt auch nichts Schlimmes. Witzig ist, das erste Lager sieht anders aus, das ist immer so. Sieht auch aus, als wenn da so eine rote Paste drauf ist, also wie diese... Wie nennt man sie? Markierpaste oder so, dass man sieht, wo etwas ja, die läuft. Sind original so beschichtet. Ja, aber nur das Erste. Ja, ja, nur das Erste. Lange Rede, was machen wir jetzt? Folgendes. Benny hat die Kurbelwelle, hat die einmal überpoliert. Der Zylinderkopf ist zu Eckart gegangen, ist der Motorenbauer von Benny gleich um die Ecke. Der überholt einmal den ganzen Kopf. Das gucken wir uns gleich an. Das heißt, der Kopf kommt zurück mit neuen Führungen, neuen Ventilen, neuen Sitzen, alles fresh gemacht, neue Kipphebel, weil das war oben wohl alles schon klein massiert. Dann neue Pleuellager, neue Hauptlager, neue Kolbenringe. Richtig. Den holen wir einmal durch. Benny bringt was zum Messen mit, weil dieser Motor hat natürlich schon Verschleiß. Allerdings Verschleiß, der noch vollkommen im Rahmen ist. Das heißt, wir gehen da einmal mit der Bohrmaschine durch und holen das Ganze. Da ist Benny Experte drin, haben wir unter anderem bei dem Motor von Eugen schon gemacht und zwei, drei andere Motoren auch. Patrick wird gleich fassungslos sein, dass sowas jemals wieder fährt, aber da hat Benny wirklich ein Händchen für, dass das wirklich, also es sieht wirklich fuschig aus, ja. Aber es funktioniert wirklich
krass gut. So, das heißt, am Ende haben wir ein haufenweise Neuteile in dem alten Motor. Alt geblieben ist natürlich trotzdem Kolben, Pleuel und die Kurbelwelle. Okay, die ist poliert. Wir reden aber bei einem Preisunterschied von, ich glaube, Eckhardt hat jetzt für das Kopfüberholen 1200 Euro genommen brutto. Für einmal alles. Also er sieht wirklich krass aus, sieht aus wie neu. Und hier Teile, weiß ich, ich habe die Rechnung gar nicht bekommen. Ich glaube, es waren so ungefähr 1000 Euro Teile. Alles Originalteile. Bis auf Kolbenringe, die sind in Rückstand gegangen, die haben wir aus dem Zuge genommen. Aber originale Pleuellager, originale Hauptlager, ja, alles, was man hier so halt noch brauchte. Plus, letzter Punkt. Normalerweise habe ich euch ein paar Mal schon gepredigt, TTE macht keine Diesel-Turbolader. Leider können sie bei mir immer nicht Nein sagen. Und ich habe den, die Original-Turbolader aus diesem Auto geschickt. Heißt nicht die jetzt gerade drin waren, sondern ich hatte zum Glück noch den alten Krümmer mit den alten Ladern. Die konnte ich denen zuschicken und die haben tatsächlich einmal schnell die Lader revidiert. Weil bei den alten war tatsächlich alles heile. Das heißt, Turbine konnte weiterverwendet werden, Verdichterrad konnte weiterverwendet werden. Es wurde alles nur gereinigt, neu gelagert und neu gewuchtet. Und in beiden Turboladern sind jetzt auch andere Lager drin. Also die Lager, die hier jetzt drin sind, sollen deutlich, deutlich verschleißfester sein als das, was drin ist. Vielleicht ist damit auch so ein bisschen dieses Konstruktionsproblem, dass der eine Lader immer flöten geht. Wobei, aber wir können das ja nochmal... Das kannst du ja testen. Das werden wir bei den nächsten 300.000 Kilometer testen. Aber hier sieht man halt schön, normalerweise gar kein Spiel. Also wirklich gar nicht. Und ich sage, da kommt auch schon der ganze Ölverbrauch her. Unseren angeschlagenen Gaul revidieren wir jetzt Teil. Das heißt frischer Kopf, frischer Block. Ein paar andere Teile frisch. Am Ende sind es eher so 2.000, 3.000 Euro, die Nummer gekostet hat. Ist, glaube ich, im Verhältnis zu dem Wert des Fahrzeuges besser oder vernünftiger. Weil man muss ganz ehrlich sagen, stellt euch mal vor, man steckt jetzt irgendwie 10.000, 12.000, 15.000 Euro in das Auto rein und morgen gehen die nächsten Probleme los. Also das nächste Problem ist, es ist immer noch viel dran. Ja. ABS, elektrische Schiebetüren, Elektrik, Getriebe. Klimaanlage, Getriebe. Wobei das ja zum Glück immer noch ein Teil ist, da steckst du alles dran fertig. So, weißt du, dann kaufst du halt das nächste, gebraucht aber einen Bielermotor raus, logischerweise, ne? Ja, das geht so. Ist aber ein guter Punkt. Du kaufst jetzt einen neuen Motor bei 500.000 Kilometer. Na. Und das Getriebe ist alt, ja. Ja, Getriebe ist alt, Antriebswellen sind alt, so ist ja schon noch vieles Altes dran, ne? Deswegen, ich glaube, das ist schon cool. Muss ich jetzt natürlich Mühe geben, alles schön sauber zu machen, alles so im Rahmen zu lassen, aber... Gussblock, solider VW Vierzylinderblock. Benny sagt auch, die sind eigentlich unkaputtbar. Wir holen den einmal durch, dass er immerhin wieder einen frischen Schliff drauf hat. Und selbst ganz ehrlich, wenn der Motor dann meinetwegen mit einem Liter Öl 5.000 Kilometer kommt, 6.000, 8.000 Kilometer kommt, statt einem neuen Motor, wo du meinetwegen 10.000 oder 15.000 Kilometer bekommst, ne, dann ist das ja auch noch vollkommen legitim, in Anführungsstrichen. Ne? Muss man einfach mal so sagen. Bei meiner Vollgasbelastung, ne? Bei jedem anderen wird das Ding wahrscheinlich in Rente gehen. Okay, wir warten jetzt auf Benni, dann holen wir das durch. In der Zeit baue ich schon mal die neuen Lader an den Krümmer dran und dann fangen wir an mit zusammen auf. So, Turbolader sind drauf. Sieht tatsächlich immer so gar nicht so klein aus, finde ich, wenn man so das erste Mal so drauf guckt. Beim zweiten Mal ist es dann doch ein bisschen enttäuschend. Benni ist auch am Start mit dem Gerät. Ich habe gerade schon erzählt, du bist der Richtige für genau sowas. Ich weiß noch, wie wir von Eugen den Motor durchgeholt haben. Ja. Und das Ding fährt ja bis heute, ne? Was machen wir? Ja, auf jeden Fall jetzt kontrolliere ich das Ganze noch einmal kurz nach, weil was ich damit natürlich nicht machen kann, ist den Zylinder wieder kreisrund zu kriegen. Mhm. Ne? Das geht natürlich nicht. Aber wenn wir ein relativ gutes Zylindermaß haben, damit nachholen geht. Ich nehme dann auch noch ein anderes Finish, das zeige ich aber dann gleich. Und damit kriegen wir dann erstmal wieder eine ziemlich gute Rundung hin. Weil das werden sich natürlich einige fragen. Das ist ja alles labbrig und weich. Ja. Da kannst du ja niemals etwas wieder auf Grundheit oder Maß holen, sondern das drückt sich halt einfach genauso hin, wie es vorher war. Genau. Das heißt, wenn das Ding jetzt wirklich krumm ist, dann müsste das Ding natürlich aufs Bohrwerk. Ne? Das ist klar. Aber um jetzt einfach die Oberfläche wieder herzustellen, reicht das aus. Das heißt aber, selbst wenn wir es auf professionell honen würden, da kann man ja schon ein bisschen gerade wieder hinkriegen. Ja, kriegt man. Aber das bringt uns auch nichts, weil wir dann auf jeden Fall andere Kolben reinmachen müssen. Weil auf jeden Fall. Alles, was man Material rausnimmt, ist ja in dem Moment auf jeden Fall weg. Genau so ist das. Ja, also wir können es jetzt ja noch einmal... Das heißt, es geht mehr darum, wieder einen schönen Hohnschliff drauf zu kriegen, dass das Öl da vernünftig dran haftet und einfach Dreck raus und so weiter. Genau. Messen wir das Ganze jetzt noch einmal durch. Ah, der ist so... Der hat so 200stel, der so 1,5 hundertstel. Gegenüber dem Serienmaß. Gegenüber dem Serienmaß mehr, ne? Was aber, wenn man sich überlegt, 1,2 hundertstel. Ist nicht viel.
das ist ja, ich will nicht sagen, also ich persönlich könnte es noch nicht mal so genau messen wahrscheinlich, aber auch so mit kalt, warm und... Und wenn wir mal gucken. Und für die Laufleistung, für die Menge. Guck mal, hier geht er sogar gegen Null. Hier zum Beispiel gar kein Verschleiß da unten. Logisch, das ist die Druckachse. Mhm. Ne? Hier da so ein Hundertstel. Ein Hundertstel. Null. Ne? Mhm. Also die haben jetzt wahrscheinlich temperaturtechnisch. Ne? Und sieht man einen Unterschied, ob in der Mitte, oben und unten? Ja, so ein bisschen siehst du das eigentlich schon. Können wir mal gucken. Ja, unten fast gegen Null. Also eigentlich nur oben. Einen halben Hundertstel ungefähr. Eigentlich nur oben, aber das passt auch dazu. Da haben wir Verbrennungsdruck und da laufen natürlich auch die Kolbenringe. Da, wo die Ringe laufen, ist natürlich auch der Verschleiß. Ne? Das heißt, blocktechnisch ein Hundertstel raus und jetzt müssen wir doch noch mal einmal den Kolben nehmen und einmal das Hemd messen, gucken, was die haben. Ja. Oder kann man sagen, weil das Hemd gut aussieht, ist auch Kolben noch toll? Nee, er kann ja theoretisch dann noch eingefallen sein, so ein bisschen. Ne? Also das kann, gibt es tatsächlich, dass das Hemd wie neu aussieht und der Kolben ein bisschen einfällt? Ja, der schrumpft manchmal ein bisschen. Ja. Okay, aber andererseits können wir sie nicht ändern. Nee, also es betrifft natürlich, im Warmen sollte das Spiel auch nicht zu groß sein, aber hauptsächlich gerade im Kalten fängt das richtig an zu klappern. Ne? Also er hat schon ein bisschen geklappert, muss man schon sagen. Ne? Also ist mir dann nur irgendwann so mit der Zeit aufgefallen, dass die Kaltstarts dann schon anders waren wie gegenüber, wenn der richtig frisch ist und so wieder. Ne? Mhm. Man gewöhnt sich da irgendwann dran und sagt sich halt, ist ja ein Diesel, klappert halt ein bisschen. Ne? So, aber dafür, dass diese Diesel ja gar nicht mehr so dieses krasse Nagel in Kalt gemacht haben, ne? Ja. Hat er am Ende schon. Aber andererseits, mir ist es ehrlich gesagt vollkommen Wumpe, das Ding muss unter Last halten. Ne? Da kann man jetzt, genau, unter Last ist es dann mehr oder weniger egal. Da ist dann eher wichtig, dass die Ringe gut abdichten. Mhm. Man könnte jetzt sagen, man beschichtet das Hemd auf. Mhm. Ja. Aber nicht bei sowas, ne? Aber jetzt aber nicht hierbei. Wir zeigen Benni nochmal kurz die Kolbenringe. Ja. Das heißt, wenn man von Verkokung an Kolbenring redet, dann geht es wirklich auch um den Abstreifring, beziehungsweise dazwischen, weil das Öl hier wirklich durch muss. Genau, und läuft dann halt über den Kolben wieder ab. Bekannt sind das bei dem TFSI. Der hat jetzt hier so einen länglichen Spalt, kann man ja regelrecht sagen. Der neigt nicht so stark zum Verkoken, logisch, weil sich nicht so viel ablagern kann. Und es gibt das mit so ganz, 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 ganz kleinen feinen Löchern. Ja, so ein Loch ist sofort zu, ne? Und deshalb gab es da diese ganze Problematik. Der ist jetzt, ich sag mal, ja, der Laufleistungs, ja, ich sag mal, ist ein normaler Verschleiß, beziehungsweise auch ein normales Bild, wie er verguckt ist. Normales Vollgasbild von mir. So kann man sagen. Weil ich kenne das auch ehrlich, also ich kenne natürlich auch solche Kolbenringe, aber ich weiß, die Motoren, die wir immer so zusammenbauen, das sind immer dreiteilige. Also genau. Da ist viel, viel mehr Luft auch zwischen dann in dem Fall. Ja. So, das hier ist jetzt hier Kolbenschmidt, weil original war nicht lieferbar. Mhm. Und da ist dann auch das gleiche, okay. Also das sind auch keine dreiteiligen. Oh, sieht aber schon ein bisschen anders aus, ne? Tatsächlich. Ja, vielleicht auch schon so ein bisschen. Na, ist er breiter? Ich würde sagen kleiner, oder? Also wenn oder ich so, ist kleiner. Wenn ich mir den Spalt angucke und schläge die mir so übereinander. Wobei doch, er ist länglicher, aber ein bisschen dünner. Krass, da sieht man doch einen Unterschied hier. Ja, gut. Ist jetzt nicht gerade ein Vorteil, aber auch kein riesen Nachteil. Also. Ja doch, er ist doch deutlich länger. Kann schon sein, tatsächlich. Man sieht fast von innen, sieht man fast viel besser, was da so alles so drin hängt. Mag dann auf der Fläche vielleicht ein bisschen mehr Öl abführen, ne? Aber Nico hat eben gerade schon gesagt, als wir reinkamen, dass es eigentlich witzig ist, diesen zerlegten Motor zu sehen, weil wir wissen, was wir mit diesem Motor schon alles gemacht haben. Ne? Das ist halt ein Unterschied. Dafür gegen. Muss man ja wirklich sagen, wenn man sich jetzt hier so einen Kolben anschaut und weiß, was hier so ein Kolbenhemd eigentlich an Arbeit leistet, ist es bemerkenswert. Ja. Weil ich werde so manche Situationen mit dir und dem Bus nie wieder vergessen. Die haben mich geprägt in meinem Leben, als ich den Bus fahren durfte. Und es einfach hieß, gib Feuer. Ja, wir fahren aber deswegen fand ich es auch noch witziger irgendwie. Ich weiß gar nicht, woher, wir waren glaube ich hier bei PZ Tuning Day oder irgendwie sowas, ne? Welches übrigens dieses Wochenende ist, ich weiß nicht, wann das Video online geht, aber wir fahren auf Autobahn drauf und bin hier so 140, 160, so also machst du weiter. Was ja, stehen da? Ja, das hat mein Leben ein bisschen geändert, muss ich sagen. So, ne? Und wenn man sich, bei Widerstein war es das Gleiche, wir fahren von der Messe zurück und ich sag auch so, ich sitze so in der zweiten Reihe hinten im Bus und denke mir so, was macht der da vorne so ungefähr, ne? Weil wenn Autobahn offen ist, dann kannst du ja mit so schon 180 fahren immer, ne? Ja. Das geht ja schon. So, und da ist es halt umso krasser, wenn man sich überlegt, dass wir mit diesem Motor 10 Mal um die ganze Welt gefahren sind, ne? Wahnsinn. Das ist halt schon, Wahnsinn. Das ist halt schon viel, ne? Ja. Auch so Lagerstellen und sowas, dafür sieht das echt alles gut aus. Passt sogar. Ne? Genau. Das ist auch ein Thema,
ich sag mal, das sollten wir da auf jeden Fall eventuell sonst einfach mal messen, ob sich so eine Ringzone hier irgendwie ausgeballert hat. Mhm. Ne? Das ist ja schon auch ein stark beanspruchter Teil von so einem Kolben. Wie misst man das? Einfach mit der Fühlerblattlehre jetzt nochmal zwischen. Okay. Also einfach den Spalt messen, richtig? Ne, genau. Wie viel Luft hier noch zwischen ist? Ich meine, der geht hier so stramm rein, das ist definitiv... Ja. Das passt schon. Klar, aber die Kolben müssen wir eh nochmal reinigen, bevor wir sie anmachen. Genau, und dann kann man das aber messen. Irgendwann auch ein bisschen natürlich im Gefühl. Ne? Okay, also nur einmal Kolbenhemd nochmal messen. Genau, Kolbenhemd können wir nochmal messen. Die Patrick hatte schon rausgesucht, was sollten die Original haben? Ungefähr? 0,95, ne? 0,95. Genau, das wären dann 600stel. Das heißt 80,95 der Kolben und 81,01 die Bohrung. Genau, das sind dann 600stel. Ja, und wir haben hier so 0,91, 0,92, glaube ich. Also schon weniger. Schon weniger. Also hier hat er sich auch ein bisschen Platz gemacht, ne? Andererseits, ich sag mal, ein 100stel wird ja die Beschichtung schon haben, die da drauf ist, ne? Also noch dünner kannst du ja bald nicht auftragen. Ja. Also, und die ist ja schon, also sie ist ja schon dünner. Ja, sie ist schon dünner. Sie ist sehr definitiv, ne? Also dass hier ein 100stel weg ist oder zwei, also 100stel, 200stel, Laufspiel ist ja immer beide Seiten zusammen. Und vielleicht minimal eingefallen, minimal, und dann ist es ja auch plausibel. Aber würdest du die noch so einbauen? Ja, für den Zweck, den wir jetzt, also beim wirklichen Aufbau, wo du sagst, du willst das Ding jetzt nochmal 10 Jahre fahren, da würde ich dann schon sagen, okay, komm, machen wir neu. Aber so geht's noch. Da wäre die Frage, nimmst du jetzt einen neuen, fährst den einmal volllast Stuttgart und zurück, ob er nicht dann auch schon wieder eingefallen ist. Ob das nicht neue Kolben sind, die sofort einmal einfallen und dann ihren Zustand so halten, das ist halt immer die Frage, ne? Doch, die halten dann schon so ihren Zustand. Also wenn der einmal eingefallen ist, dann wächst er nicht mehr zurück. Ne? Und es ist ja schon plausibel, dass die Beschichtung hier so ein bisschen abgetragen worden ist. Ja, weil nun hat sie, ich weiß gar nicht mehr, was Jürgen damals immer gesagt hat. Ich meine, die Beschichtung von ihm ist sogar mehr als ein Hundertstel. Ja, ist sie. Ja. Also er kann dann ja auch schon in Mehrschicht verfahren. Mache ich auch öfters was mit ihm. Dementsprechend aufschichten. Und da sind, glaube ich, ich will nicht lügen, aber so 200-300stel beschichtet er immer auf jeden Fall auf. Braucht er, glaube ich, auch. Das Gute ist, deswegen machen wir das ja auch so, genau das wollen wir euch zeigen. Wir wollen entweder ein gutes Vorbild für Thema Nachhaltigkeit sein oder ein schlechtes Vorbild, wie man es auch gar keinen Fall machen sollte. Das werdet ihr da am Ende aber mitbekommen, so wie es beim letzten Mal halt in Anführungsstrichen nicht funktioniert hat. Werden wir euch diesmal zeigen, ob das so cool ist oder nicht cool ist. Ja, dann lass uns mal die Bürste da durchziehen. Jupp. Sehr schön. Ja, das reicht schon. Alles gut. Ja, ist raus. Jetzt. So, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Okay, damit. Ach, du machst das Licht dann, okay. Ich dachte schon, das ist auch eine gute Beleuchtung. Auf jeden Fall ein bisschen Auf- und Abwärtsbewegung, wie man es halt sonst auch macht, ne? Wo? Beim Hund. Ich gehe jetzt damit immer erstmal vorweg. Aber man sieht schon so, wenn man hier oben so reinfüllt, sieht man schon wie oben der Kragen so langsam weggeht. Das ist halt verwundet, die auf jeden Fall auch mit damit, ne? Diese Dreckkappe. Aber das ist nicht ganz unten durch. So, und das ist fast hier wie als wenn du einen Maschinenarm die ganze Zeit hoch und runter gehst. Das ist ein süßer Arm da drin auf jeden Fall. Ja, für mich ist das irgendwie so eine Methode, auch wenn sie funktioniert, so mal eben kurz vom Wochenende nochmal für die Wände schnell Motor ready machen. Ne? Ja, aber ich habe es auch schon öfters bei Leuten gesehen, wo ich mir dachte, okay, krass, dass sie es auch einfach dafür benutzen. Ja. Aber es ist auch nicht verwerflich. Wenn der Zylinder wirklich in Ordnung ist, kann man das definitiv so machen. Ne? Was sind das nochmal für Steine da dran? Siliziumkarbid. Warum gerade die? Ist das? Der Stein eignet sich dafür. Den gibt es in unterschiedlichen Körnungen. Das müsste jetzt eine, ich glaube, 240er Körnung sein. Ich bin so der Freund vom Feinhohn am Ende. Und das kommt da jetzt einfach gleich noch drum. Und damit mache ich dann einfach nochmal eine Feinhohnung. Ich wickel das ganz einfach so ein. Zack. Versteht ihr nicht so viel langsam, ne? Falls, ja, ich kann auch gleich nochmal schneller gehen. Ich gucke mir gleich das Bild einmal an. Oder ein Patrick wird sie denken erst das. Und dann das finde ich krass. Ja. Also diese Klobürste kannte ich, aber. Ja. Guck, muss dir gleich mal das Bild angucken. Funktioniert wirklich mega. Ja, nee, wir müssen natürlich noch mal was machen. Ja.
Na gut, jetzt ist ja auch nochmal mehr Druck drauf, ne? Mhm. Weil die Bürste hat ja Druck. Mhm. 2 Liter Bifolio, voller Motor haben sie gesagt. Jo. So, jetzt am besten Falle einmal das Ganze schön sauber machen und dann einfach mal optisch beurteilen halt, ne? Man muss jetzt auch, glaube ich, man darf jetzt auch nicht radikal zu viel durchziehen, nein, um zu sagen, man will es unbedingt sauber haben, weil es halt optisch natürlich immer schön aussieht, ne? Genau. Aber klar. Genau. Jetzt schaut es euch mal an, du hast auch ein paar Motoren gesehen und sag mal was zu der Honung. Wenn du es jetzt nicht wüsstest, wie ich es gemacht habe. Ja, also sie sieht schon tatsächlich wie in Anführungsstrichen eingefahren aus, ne? Also eingefahren im Sinne von, ich finde, dass sie schon ziemlich glatt ist wieder, oder? Ja, schon, aber auch wie das Honbild. Der Kreuzschliff an sich sieht so gleichmäßig geil aus, ne? Sieht sehr gleichmäßig schön aus, ne? Ja. Muss man ja echt sagen. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich habe es auch nur von meinem damaligen Motorenbauer, der war auch immer so, der hat teilweise am Finish altes, richtig gebrauchtes Schmirgelpapier, ja, dann nochmal umgelegt und damit gehont. Ich meine, bei Eugen haben wir auch noch mit Schmirgelpapier. Mit Schmirgelpapier und noch ein bisschen. Na, aber halt nicht frisches, sondern halt ein bisschen benutztes. Lass uns mal einmal den ohne die feine Honung machen, genau, dann können wir das mal einmal da zeigen, das, wie das so... Da können wir das wunderbar sehen, das können wir machen. Das Gute, wenn ich kurz unterbreche, du kannst jetzt auch künstlich ein bisschen Druck ausüben in eine Richtung. Ne? Ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so eine Schattierung habe, kann ich jetzt auch einfach ein bisschen, ne? Ich mache damit nichts kaputt, ne? Also das geht halt schon, ne? Passt. Ja, also das wird man auch, glaube ich, ganz gut auf der Kamera sehen. Hier sieht man halt, genau, das ist wirklich so ein ja, wie soll ich sagen? Ich nenne es jetzt Bauern-Hohenschliff. Ja, so relativ auch von den Riefen her relativ fein und dass man es halt noch stark sieht. Ne? Und hier bei dem, okay, jetzt na, ein bisschen sauber machen. Der ist schon deutlich. Komm, Nico, muss man einmal rumkommen, film mal von der Seite rein, das geht gerade besser. Da sieht man es hier krasser, ich kann dir nicht sagen, warum. Aber hier sieht man gerade den Unterschied. Ja, viel filigraner. Krass. Also mit dem Domen kann ich auch nicht. Und was, wo man dann ja auch dran sieht, wie gleichmäßig er doch hohnt, dass, obwohl du die Bürste oben durchziehst, oben die Dreckkante ja noch nicht mehr weggeht. Das heißt ja, dass er schon nur trotzdem auf der Fläche läuft. Wollen wir mal messen, ob man schon messen kann, ob der überhaupt das raus ist? Kannst du nicht messen. Kannst du nicht mehr messen, das ist wirklich rein oben. Ja. Das ist messtechnisch nicht erfassbar. Dafür habe ich genug so und schon gemacht. Warum dann den zweiten Gang noch rüber? Du meinst... So wie wenn jetzt quasi einfach gemacht. Also ich mache das wegen dem Finish. Okay. Also, ne? Und dann auch auf Thema Ölverbrauch natürlich. Okay. Ne? Also immer mit der Feinhonung, immer gut mitgefahren. Also erst so und dann einmal mit Schleifwinkel. Ja. Okay. Ja, dann machen wir jetzt die anderen 2,5 noch. Ja. Und anschließend sauber machen. Kurbelwelle rein, ne? Genau. Als nächstes geht es weiter, Kurbelwelle. Einmal schön poliert. Genau, Lagerstellen wieder schön sauber gemacht, auch Simmering-Auflagefläche, ne? Die ist auch noch nicht eingelaufen, sieht sehr gut aus, aber hat halt schon so von dem Pleuellager ein bisschen leichte Spuren, ne? Jetzt sieht die Oberfläche halt auch wieder sauber aus. Und die hatte so 2,5 Hundertstel Schlag ungefähr, jetzt wieder nur 1 Hundertstel, bis dahin habe ich sie gerichtet gekriegt. Aber krass, sieht aus wie neu, ne? Ne? Sieht jetzt wieder... Und einfach bei dir auf der Drehbank mit Schleifvlies, oder wie? Ja, und ein bisschen Mühe und... Und wie richtest du es denn? Also normalerweise hat man da irgendwie eine Presse oder so oder wirklich Hammer. Und Mottec und gib ihm. Ja, Messo direkt einfach dran. Also wenn es jetzt dann viel ist, das war jetzt nur 2,5 Hundertstel und 1,5 Hundertstel habe ich rausgekriegt. Das habe ich dann einfach mit einem Kupferdorn und Dorn. Würde sowas bei normalerweise auch schon neu kommen? Bei dem Schlag? Oder? Nein. Weil ich sag mal so, also, bei VW selber würden die es ja nicht richten. Ja, also dann wahrscheinlich. Genau, die würden ja weder polieren noch irgendwas. Die dann... Wahrscheinlich schon. Das aber auch keiner messen, ne? Im Auto hat keiner die Möglichkeit, das zu messen. Aber man hat ja schon ein bisschen die Riefen. Ja, daraufhin hättest du sagen können zum Kunden, muss neu. Muss neu, ne? Aber wie du siehst, habe ich hier eigentlich fast, ich würde fast sagen, eigentlich neu zuständig. Und trägt man hier nur Material ab, was neu draufgekommen ist, oder sind die jetzt auch ein bisschen kleiner? Haben ein bisschen mehr Pleuellager gespielt? Ich hatte einen 0,5 Hundertstel Verschleiß, also fast nichts. Wenn wir über ein Pleuellagerspiel von 0,5 Hundertstel sprechen oder 0,4 Hundertstel. Aber ich
Habe ich eigentlich das falsche Öl mitgebracht, ne? Können wir 2016 eigentlich bald fahren auf dem Ding, ne? Also die Kurbelwelle war quasi die war eigentlich neun Maß, ne? Die hat keinen... Wäre aber in der Tat tatsächlich so, dass man bei dem Motor jetzt überlegen könnte, mal ein bisschen dickeres reinzukippen, ne? Irgendwie so 5W40 oder so statt 5W30. Ja, weil ist ja schon rein offiziell dürftest du es nicht, weil dieses 5W30 ist ja mit der Ölnorm, ist ja wegen Partikelfiltern. Verstehe. Die anderen Öle. Und ich habe ja Patrick-Garantie jetzt hier auf den 2 Liter Biturbo. Die erlischt, wenn ich nicht VW-Öl reingippe. VW-Norm. VW-Norm. Also ich bin da ja schon so ein bisschen Motul-Fan, ne? Hast ja Motul mitgebracht. So, und dann hier einmal den Zylinderkopf von deiner Empfehlung von Eckart. Ja, richtig. Eckart Automobiltechnik, die kommen bei dir da aus der Nähe. Ja, genau. Wirklich absolute Top-Adresse. Der gute Herr, der ist wirklich sehr, sehr fit. Vor allem sensationell schnell, ne? Also gefühlt eine Woche. Genau, erstmal super schnelle Bearbeitung, aber halt einfach die Ausübung, weil da kann ich einfach nur wirklich von schwärmen. Du hast es ja auch vorhin im Prinzip schon sofort entdeckt, was er hier zum Beispiel gemacht hat, gerade so im Bereich Ventile, dann auch wirklich mit Tuschierpaste und sowas. Ne? Man überall noch die Paste, ja. Genau, das, ja, wie sich das gehört. Und ich meine, den alten Ölklumpen hast du vorher gesehen, der sieht jetzt auch wieder aus wie neu. Ne? Auch vernünftig dokumentiert, was hier abgetragen worden ist, ne? Damit man es auch mit der Kopfdichtung wieder ausgleichen kann. Genau, und hier war ja dann doch schon verschleißtechnisch ein bisschen mehr. Tun wir das mit der Kopfdichtung ausgleichen? Nee. Also wir müssen einfach mal gucken, ob es nötig ist. Also einen Reparaturleitfaden gucken, so ein Diesel kann da schon empfindlich drauf sein. Echt? Ja. Weil Verdichtung dann zu? Ja, ja. Ja gut, der ist ja glatt, ne? Die Höhe von den Kopfdichtungen misst du ja nach Kolbenüberstand. Das heißt, beim Kopfabtragen brauchst du nichts machen. Also es wird schon ein bisschen weniger logischerweise, ne? Wird es, auf jeden Fall. Klar, du hast jetzt keinen Brennraum, den du massiv wegnimmst, aber das nicht. Ist ja schon so ein bisschen Volumen, was immer weniger wird. Ne? Auf jeden Fall. Und du hast hier schon das Problem, dass deine Ventile oben schon eigentlich ein bisschen platt gedrückt waren, das hat mir der gute Eckart gesagt. Das heißt, die Kipphebel oder Rollenschlepphebel, genau, die quasi oben die Betätigung machen, die haben das Ganze eigentlich schon ausgearbeitet, ne? Das heißt, du konntest eigentlich das Ventil durch die Führung nicht mehr rausschlagen. Damit siehst du schon, dass der Kopf oben breit geschlagen war. Ne? Waren so jetzt, ich glaube, 1.200 € für die Revision. Klar, man hätte auch einen niegelnagelneuen Kopf von VW kaufen können, aber ich glaube, das waren 2,5 oder 3 Mille sogar. Das weiß ich nicht. So. Und dann gibt es halt diese dafür, ganzen... Dass dann die Ventilfeder noch neu sind. So, aber weil es ist ja alles anderes jetzt neu, außer die Ventilfeder. Ja. Und da muss man ja schon sagen, als ob eine Ventilfeder einen Verschleiß hat. Ja, also dieser super fairer Preis... Und du hast vor allen Dingen, ich sag mal, einen vernünftigen Guss. Ne? Es gibt ja diese Nachbauköpfe von diversen Herstellern, müssen wir jetzt ja nicht nennen. Da weißt du aber mal nicht, was das für eine Legierung vom Kopf ist. Ne? Und hier weißt du halt, das funktioniert. Also kann man schon eigentlich sagen, jetzt auf jeden Fall wie neu, ne? Wie neu, ja. Auf jeden Fall. Okay, ja, dann geht's an die Montage. Und dann hoffen wir, dass das Baby wieder rennt. Erzähl mal, Motor ist wieder drin. Das heißt... Unsere Revision war erfolgreich oder haben wir eine Ölpumpe, die klappert? Nö, das läuft alles. Das klingt alles ganz gut. Also hätte ich nicht gedacht, bei den Kilometern, dass das mit neuen Kolbenringen alles so gut funktioniert. Das heißt, wie lief Zusammenbau? Alles ohne Probleme oder war reibungslos. War noch irgendwo Baustelle? Also irgendwas, was wir nicht gesehen haben, was anders ist und so weiter? Nö, das hat alles super funktioniert. Das hat alles gepasst? Ja. Okay. Und jetzt so die ersten Meter, wie viele Kilometer bist du schon gefahren? Knapp 350. Und kein Ölverbrauch, kein Klappern, gar nichts. Achso, nicht wundern, ne? Hier fehlt noch der Deckel. Jetzt können wir natürlich auch in dem Video keine Ölverbrauchsmessung machen, weil wir gehen ja eigentlich davon aus, dass der Ölverbrauch irgendwo bei 5.000 bis 8.000 Kilometer genau. pro Liter liegt. Wie lange sollen wir jetzt hier fahren? Halt, ne? Also wir machen für die Zuschauer mal eine Sache. Wir werfen ihn einfach mal kurz an, um einfach mal nur immerhin zu sehen, dass er läuft. Also ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, ich kann es aber hören, dass nichts klappert. Also in Bezug auf Kolbenklappern und so weiter, wo wir ein bisschen Angst hatten. Wie war es beim Kaltstart? Ganz normal halt, ne? Muss ja erstmal Öldruck aufbauen, hab den erstmal so gestartet, dass er halt nicht sofort anspringt. Kannst ja Hochdruck den Stecker abziehen, dann springt er nicht an. Vorher natürlich Kraftstoffanlage entlüftet. So, und dann sprang er an. Bus läuft wieder, vielen Dank dafür. Ja. An der Stelle wollte ich einfach nur mit diesem Video so ein bisschen mal zeigen, man muss nicht unbedingt immer neu kaufen und man muss auch nicht unbedingt immer
glauben, dass alles neu muss, sondern manchmal kann man auch solche Motoren mit einfachen Mitteln, einfache Mittel ist übertrieben, wir haben einen überholten Kopf, wir haben ihn durchgeholt, alle Lager sind neu, Kolbenringe sind neu, ist schon viel neu dran, aber ja, der Bus hat halt einfach 500.000 Kilometer runter, ist mit Glück noch 10.000 Euro wert, da muss man halt einfach abschätzen, ob man für 10.000 Euro einen neuen Motor einbaut oder ist halt doch ein bisschen günstiger und selber macht, ne? Genau. Vielen, vielen Dank. Ich halte euch auf dem Laufenden. Im nächsten Monatsupdate-Video teile ich euch damit, wie viel der Bus so an Öl jetzt verbraucht. Und mal gucken, wie lange ich hier noch fahren werde. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.